über interne Evidenz, externe Evidenz, Tradition und die Frage, wer die Evangelien geschrieben hat. Wenn die Evangelien nicht anonym verfasst wurden, wie wir in der letzten Folge gesagt haben, dann liegt es nahe, bei der Autorenschaft dort zu beginnen, wo man eigentlich bei jedem Schriftwerk beginnen würde, nämlich beim Text selbst. Welche Angaben finden wir dort? Wir haben die sogenannten Titel der Evangelien. Evangelium nach Matthäus, Evangelium nach Markus, Evangelium nach Lukas und Evangelium nach Johannes. Verschiedene Kritiker haben darauf hingewiesen, dass sich die Formulierung der Titel in den Manuskripten unterscheiden kann. In manchen Manuskripten steht Evangelion kata Ioannem. Bei anderen wird Evangelion weggelassen. Da steht dann nur kata Ioannem. So behaupten einige, dass die Titel und damit die Autoren wegen dieser Varianten nicht ursprünglich sein können. Sie müssten eine spätere Zuschreibung sein. Das allerdings widerspricht jeder Regel der Textkritik, denn gerade was die Namen der Autoren betrifft, gibt es eben keine Variation. Mag es sich bei der Formulierung Evangelion, die gute Nachricht, um einen Zusatz bzw. eine Kürzung handeln. Für die Attribution selbst trifft dies aber nicht zu. Und genau um die geht es hier. Noch ein Hinweis, bevor wir uns den möglichen Autoren zuwenden. Wir untersuchen hier nicht die Frage, ob der Text, so wie wir ihn heute haben, exakt in dieser Form von jenen Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes zu Papier gebracht wurden. Es ist möglich, dass wir etwa eine griechische Übersetzung eines Evangeliums benutzen, das von seinem Autor ursprünglich auf Hebräisch geschrieben worden ist. Genau das wird zum Beispiel schon in der Antike für das Matthäusevangelium behauptet. Auch ein Redaktor als Zwischenglied zu unserem heutigen Text ist denkbar. Und es ist kein Problem. Niemand würde etwa auf die Idee kommen, eine gekürzte, editierte oder sogar durch Kommentare erweiterte deutsche Übersetzung von I Promessi Sposi einem anderen als ihrem ursprünglichen Autor Alessandro Manzoni zuzuschreiben. Für uns geht es hier also nur um die Frage, ob der Text substanziell und inhaltlich auf jenen Autor zurückgehen könnte, den die Evangelien selbst nennen. Und wir werden versuchen, möglichst viel über diese möglichen Autoren herauszufinden, aus dem Text selbst und aus anderen frühen Quellen. Also gut, wenn man ein Buch vorliegen hat und nach dem Autor fragt, dann ist es einmal sinnvoll, sich das Cover anzusehen, das Vorwort zu lesen und etwaige biografische Angaben im Buch selbst zu betrachten. Sie alle geben in der Regel Aufschluss darüber, wer der Autor war. In der heutigen Zeit bleiben hier wenig Fragen offen, nicht zuletzt durch das gesetzlich vorgeschriebene Impressum. Manchmal aber, gerade bei alten Werken, sind die Informationen etwas spärlicher. Wenn also die direkten Hinweise im Werk, das nennt man interne Evidenz, selbst nicht ausreichen oder Zweifel bestehen, kann man versuchen, bei Zeitgenossen Anhaltspunkte zu finden. Behaupten auch andere, dass dieser Autor ein solches Werk verfasst hat? Passt es mit dem Leben und Aufenthalt des angeblichen Autors zusammen? Und so weiter. All das nennt man externe Evidenz. Beides zusammen ist hilfreich in der Autorenfrage. Nun zu den Evangelien. Ich will hier an dieser Stelle mit dem Markus-Evangelium beginnen. Nicht nur, weil es oft als das älteste Evangelium angegeben wird, sondern auch, weil diese Ausführungen uns dann gleich helfen werden, einen Einwand zum Matthäus-Evangelium zu klären. Das Markus-Evangelium ist das kürzeste der Evangelien und bis auf den Titel finden wir im Text selbst keinen weiteren Hinweis zum Autor. Aber Markus war definitiv keiner der 12 Apostel. Sein Name taucht nicht in den Apostellisten auf. Nahe liegt aber, dass er in der frühen Kirche eine gut bekannte und geachtete Persönlichkeit gewesen sein muss, sonst hätte man wohl kaum seinem Bericht Bedeutung beigemessen. Mehr lässt sich aus dem Text selbst aber nicht herauslesen. Gibt es nun vielleicht in anderen Texten des Neuen Testaments einen Markus, der mit den Evangelisten ident sein könnte? Damit hätte man vielleicht sogar einen Hinweis darauf, warum sein Bericht Autorität genoss. Tatsächlich taucht in den Paulusbriefen ein Markus auf. Jener war ein Mann der Beschneidung, also ein Jude, und der Cousin von Barnabas. Er reiste mit Barnabas und Paulus und ging zusammen mit Barnabas nach Zypern, als dieser und Paulus sich trennten. Wir erfahren auch, dass sein Name eigentlich Johannes oder Johannes Markus war, er aber Markus genannt wurde. Und wir wissen, dass seine Mutter Maria in einem Haus in Jerusalem lebte, wohin Petrus nach seiner Flucht aus dem Gefängnis ging. Auch Petrus kannte also offensichtlich diesen Johannes Markus und seine Familie. Dieser Markus war ferner mit Paulus während einer seiner Gefangenschaften, vermutlich jener in Rom. Ebenfalls aus Rom, erwähnt unter dem Decknamen Babylon, erreicht uns im ersten Petrusbrief die Nachricht, dass neben Petrus auch sein Sohn Markus die Gemeinden grüße.
Sohn bedeutet hier nicht automatisch ein leiblicher Sohn, sondern wie vielfach im damaligen Sprachgebrauch belegt, ein geistiger Sohn. Jemand, der Petrus sehr nahe stand. Man erinnere sich daran, wohin sich Petrus nach seiner Flucht wandte. Da der Petrusbrief an seinem Ende also voraussetzt, dass den kleinasiatischen Gemeinden, für die der Brief bestimmt war, dieser petrinische Markus bekannt war, ist es nicht abwegig anzunehmen, dass es sich um denselben Markus, Johannes Markus, handelte, der mit Paulus beim Aufbau dieser Gemeinden instrumental gewesen war. War es also dieser Markus, der in den Paulusbriefen und im Petrusbrief hervortritt? Dieser Markus, der Paulus und Petrus kannte? Dieser Markus, welche den Gemeinden in Jerusalem, Kleinasien und Rom wohl bekannt war, der auch das Evangelium verfasst hat? Das ist nicht unwahrscheinlich. Freilich, Markus war ein häufiger Name und in der späteren griechischen Kirche pflegte man eine Tradition, wonach der Gefährte von Paulus, Johannes Markus und der Evangelist Markus zwei verschiedene Personen waren. Man feierte sie liturgisch an zwei verschiedenen Tagen. Auch im Westen identifizierte zunächst nur Hieronymus ausdrücklich die beiden Figuren als einen einzigen Markus. Aber ab dem Mittelalter und vor allem wieder in der neueren Forschung gehen viele davon aus, dass der paulinische Johannes Markus, der Markus, den Petrus erwähnt, und der Evangelist ein und dieselbe Figur sind. Gehen wir über das Neue Testament hinaus. Die frühesten außerbiblischen Quellen erwähnen zwar nicht die Beziehung des Markus zu Paulus, aber sie unterstreichen jene zu Petrus. Papias, ein Jünger des Apostels Johannes, geboren um 60 nach Christus und gestorben um 130, berichtet, dass Markus zum Übersetzer und Schreiber des Petrus geworden war. Markus selbst habe Jesus nicht gekannt, sondern nur die Erinnerungen des Petrus niedergeschrieben, wenn auch nicht in chronologischer Reihenfolge. Irenäus beschreibt um das Jahr 180 die Entstehung des Markus-Evangeliums sowie Papias. Markus, ein Jünger und der Übersetzer des Petrus, habe die Erinnerungen von Petrus zu Papyrus gebracht. Dies sei nach dem Exodus des Apostels geschehen. Wenn mit Exodus der Tod des Petrus gemeint ist, unterscheidet sich Irenäus dann von Clemens von Alexandrien, der um das Jahr 200 angab, Markus hätte noch zu Lebzeiten des Petrus seine Aufzeichnungen gemacht. Ganz klar ist also das hohe Alter und die Universalität der Tradition, wonach das Markus-Evangelium mit den Erinnerungen von Petrus im Zusammenhang steht. Uneinig ist man sich lediglich, möglicherweise, darüber, ob Markus das Evangelium vor oder nach dem Tod Exodus des Petrus aufgezeichnet hat. Das ist ein marginales Detail im Vergleich zum Gewicht der Aussagen, welche die Autorenschaft selbst betreffen. Ist nun diese Darstellung der frühen Kirchenväter plausibel? Was sagt die interne Evidenz? Hat das Markus-Evangelium vielleicht eine besondere petrinische Note? Das wäre ein weiterer Puzzlestein. Gemessen an der Länge des Textes kommt Simon Petrus mit 26 Nennungen in der Tat überdurchschnittlich oft im Markus-Evangelium vor. Allerdings nicht einfach nur öfter, denn an manchen Stellen fehlt sein Name tatsächlich dort, wo er bei Matthäus oder Lukas erwähnt wird. Das macht das Ganze komplizierter. Bei Markus wird zum Beispiel bei der Berufung der Jünger das Sünderbekenntnis des Petrus ausgelassen. Spricht dieses Fehlen nun gegen eine Verbindung zu Petrus? Nein, meinen verschiedene Theologen. Vielmehr sehen sie ein Muster. Denn die Auslassungen betreffen mehrfach eher unschmeichelhafte Einwürfe des Petrus, mangelndes Verständnis oder schwacher Glaube. All das wird stillschweigend übergangen. Es ist natürlich möglich, dass einiges davon schlicht der kürzeren Erzählung geschuldet ist, aber es könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass Markus aus Zuneigung vermied, die Unvollkommenheiten des Petrus besonders hervorzuheben. Gleichzeitig gibt es einige Details, die nur bei Markus in diesem Umfang vorkommen. So wird etwa die Schilderung vom Wirken Jesu in und um Kapharnaum, wo Petrus gelebt hat, ausgebaut. Markus beschreibt dort umfangreicher die Platznot im und vor den Häusern, die Zahl der Bahnträger, des Gelähmten, die Tatsache, dass sich Jesus am nächsten Tag entfernte und Petrus ihn suchen ging. Auch im weiteren Verlauf der Erzählung im Markus-Evangelium hat Petrus Auftritte, die in den anderen Synoptikern unerwähnt bleiben. So beim Feigenbaum, der verflucht ist, oder seine namentliche Nennung bei der Frage nach den Zeichen der Endzeit. Die neuere Forschung hat auch sprachliche Details ins Spiel gebracht. Das ist ein bisschen komplizierter, aber hier in Kürze, um was es geht. Bei Markus führt die Verwendung des Plurals in der dritten Person, zum Beispiel sie gingen, in 21 Fällen zu eher umständlichen Formulierungen im Griechischen, weil darauf unvermutet ein Singular folgt. Diese Unstimmigkeit würde sich aber auflösen, wenn man stattdessen die erste Person im Plural, zum Beispiel wir gingen, wählt. Dieses
passendere Wir könnte ein Echo des ursprünglichen Berichts von einem Augenzeugen sein, Petrus. Wie stark sind diese Argumente aus der internen Evidenz? Für sich allein genommen liegt in all dem gewiss keine Beweiskraft, aber wenigstens harmoniert es mit den zuvor genannten Punkten. All das zusammengenommen würde auf eine mögliche Abfassung des Evangeliums vor oder kurz nach dem Tod Petri, also Mitte der 60er Jahre des ersten Jahrhunderts, hindeuten. Und wenn man noch ein weiteres externes Zeugnis gelten lassen will, dann ist dies das satirische Werk des Römers Titus Petronius Arbiter. In dieser Schrift mit dem treffenden Namen Satyricon wird allem Anschein nach auch der christliche Glaube aufs Korn genommen, was etwa die Eucharistie betrifft oder die Salbung Jesu mit Nardenöl vor seinem Tod, die nur hier in der ganzen lateinischen Literatur eine Parallele hätte. Forscher sehen im Besonderen einen Bezug zum Markus-Evangelium. Wie bringt uns das weiter? Nachdem die Identität des Verfassers heute weitgehend geklärt ist und mit Petronius angegeben wird, der am Hof des Nero lebte, hat man gute zeitliche Anhaltspunkte. Denn wir wissen auch, dass Petronius bei Nero in Ungnade fiel und der Empfehlung folgte, sich das Leben zu nehmen. Das tat er im Jahre 66. Damit ist dann klar, dass das Satyricon in den Jahren davor verfasst worden sein muss. Und, das ist für uns von Bedeutung, wenn es stimmt, dass Petronius auf das Markus-Evangelium Bezug nimmt und es in Teilen parodierte, dann muss dieses Evangelium Mitte der 60er Jahre so bekannt und verbreitet gewesen sein, dass eine solche Satire auch verstanden worden wäre. Dieser Umstand wäre dann geeignet, der traditionellen Datierung des Markus-Evangeliums Recht zu geben. Ziehen wir hier einmal einen vorläufigen Schlussstrich und wenden wir uns den anderen Evangelien zu. Da aber diese Episode schon sehr lang geworden ist, machen wir damit einfach in der nächsten Folge weiter.